Hallo liebe Freunde der Baukunst, heute geht es um Thermostate von Fußbodenheizungen. Die haben meistens eine andere Skala, wenn es was Digitales ist oder wo dann was erkennbar ist, so wie hier. Hier stehen dann entsprechende Gradzahlen drauf, dann kann man das so einstellen. Manchmal beginnt das aber auch nur mit irgendwelchen Ziffern, dann ist ein Sternchen für Frost, das ist so bei 5 Grad, dann geht es weiter mit 2, 3, sind dann so 10 Grad, 15 Grad. Da wo der Punkt ist, ist dann meistens so um die 20 Grad und geht dann entsprechend weiter. Da bitte dran denken, es ist ein langsames System, es ist ein träges System, das braucht Zeit, um durch den ganzen Estrich durchzukommen. Also das ist nicht einfach mal schnell aufgedreht und dann ist es warm, sondern es braucht eine Zeit lang, bis dann auch der Raum entsprechend erwärmt ist. Wo wir bei der Raumerwärmung sind, ist es immer noch eine Raumluftheizung und keine Füßeheizung. Also wenn man irgendwo steht und es ist warm, dann ist das schön, weil da läuft gerade die Heizschleife lang und es ist warm, heißt aber nicht, dass wenn man die das nächste Mal dann nicht mehr hat unter den Füßen, dass die Heizung kaputt ist. Also es gibt immer nur so viel Temperatur ab, bis die Raumtemperatur erreicht ist. Und wenn ich permanent 35 Grad da reinfeuern würde, wäre der Raum auch irgendwann 35 Grad warm. Deswegen reduziert sich das irgendwann runter.